Freude. Was geht ab, Leute? Hunger? Aus der Arbeit? Aus unserem Studio? Viele fragen mich immer, was ich hier so mache. Ich zeige euch einen kleinen Einblick. Und dann ist heute auch noch mein Mute Rate. Den ersten, den ich verpassen werde. Darüber reden wir dann auch noch. Und dann sehen wir live. Was heißt live? Aber dann sehen wir, was mit dem Pass passieren wird, wenn ich den nicht einlösen werde. Echt schade. Jetzt erstmal die Lichter hier anmachen. Also, so sieht das Ganze dann aus. Ich kann. Warte mal. So. Da seht ihr mich auf dem Bildschirm. Also, normalerweise sind hier auch alle Lichter an. Und normalerweise bin ich nicht vor der Kamera. Zumindest nicht hier. Wir haben hier jeden Mittwoch unsere eigene Show. Früher hieß die KOTV. Jetzt wurde das rebranded und heißt jetzt Spotlight. Und morgen wird Folge 2 gedreht. Und das darf ich übernehmen. Da kommt eine Moderatorin hier rein und dann bin ich da hinten. Heute darf ich üben mit der Software und so und den ganzen Ablauf, dies, das. Ich blende euch das mal ein, wie wir letztens geübt haben. Da habe ich mal den Part des Moderators kurz übernommen, damit der Kollege dann da ein bisschen üben kann. 2, 1 und bitte. Den 13.05. könnt ihr euch schon mal vormerken, denn da steht das nächste UFC Highlight vor der Tür. Amanda Nunes verteidigt ihren in Rio ihre Krone im Bantamgewicht gegen Raquel Pennington. Nun ist es seit über 3,5 Jahren ungeschlagen und beendete bei UFC 207 die Karriere von Superstar Ronda Rousey und etablierte sich damit endgültig als die Königin des Bantamgewichts. Ihre Herausforderin Pennington gilt als Allrounderin und hat unter anderem Ex-Championess Miesha Tate geschlagen. Sie kann es nicht erwarten, die brasilianische Löwin von ihrem Thron zu stoßen. Und das passiert so heute, während der Muto X-Raid stattfindet. Ich habe ihn um 11.30 Uhr fängt er an. Ich meine, wenn es zur Mittagspause wäre, könnte ich vielleicht noch hinfahren. Aber so 11.30 Uhr ist echt zu früh. Ich kann nicht einfach so um 11 Uhr losfahren. Den übernächsten kann ich dann wahrscheinlich wieder machen. Vermutlich, ich bin mir noch nicht sicher. Aber der übernächste ist an der Arena, wo ich einen von meinen 200ern bekommen habe. Also da muss ich auf jeden Fall hin. Lustigerweise ist es auch die erste Arena, wo ich zum zweiten Mal ein X-Ray dort habe, also bisher waren alle 10, alle 11 Einladungen, die ich bekommen habe, an unterschiedlichen Arenen. Jetzt die 12. wieder an derselben, wo ich mein zweites 100er Mewtwo bekommen habe. Erste Arena, wo war das nochmal? Ostpark, Futemura. Zweite war die verrückte Einladung mit in Dachau. Von meinem dritten Raid oder so, überhaupt. Das war die, wo manche in Amsterdam, Portugal, Spanien und so, Kroatien, Island die Einladung bekommen haben. Nummer 3 war Fische am Hachinger Bach. Da habe ich halt meinen ersten 100er bekommen. Nummer 4 war Brunnen, Schwanthaler Höhe, ne, Heimaranplatz, genau. 5 war Mahnmal. 4 und 5 waren die, die ich zur selben Zeit am selben Tag hatte, gleichzeitig. Das war auch krass. Nummer 6 war Gedenkstein, da wo ich mein zweites 100er bekommen habe. 7 Böhmer Waldplatz. 8 Food Court. Das war der abgeschlossene am Sonntag, wo nicht jeder rangekommen ist. Nummer 9 Klangdino, da bei mir am C-Day. Nummer 10 war letztens Michaelibad, genau. Das war der erste am Montag, dann der zweite am Montag, den habe ich verpasst, da wollte ich keine, habe ich nicht getriggert. Jetzt dann der am Dienstag, der erste Dienstag, bis heute dann, bei mir zu Hause Steinbrunnen und dann der nächste Dienstag ist wieder Gedenkstein und dann müsste Mittwoch sein. Dann zweimal Mittwoch, zweimal Donnerstag, zweimal Freitag und wie gesagt, ich meine, ich bin hier unbeaufsichtigt, also eigentlich könnte ich mich rausschleichen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein für ein Mewtwo. Den werden wir jetzt verpassen und dann schauen wir mal, was so passiert. Man kann sich dann beim Support melden und dann kriegt man eine kleine Entschädigung. Ich habe gehört, 2 Pässe kriegt man dann, also besser als gar nichts. Vielleicht ein Glücksei, vielleicht ein Rauch oder so. Das werde ich euch dann zeigen.
Ansonsten, Safari-Zone Dortmund findet statt. Das wird saftig. Also es findet im Westfalenpark statt. Ist umsonst, kein Ticket braucht man, keine Anmeldung. Aber anscheinend kostet der Westfalenpark Geld. Der verlangt dann Eintritt. 2,50, 3,50 oder sowas. Und also meine Vermutung, es kommt Taugos. In der Ansage, in der Info von Niantic stand, dass seltene Pokémon kommen, die in Europa bisher nicht so oft kamen. Ich nehme mal an, die meinen damit zum Beispiel sowas wie die Incognitos. Und bei den Safari-Zonen davor gab es ja eine Menge Janera, Lavita, Voltilam, dass dann wieder so ein paar spezielle kommen. Damit sind wahrscheinlich nicht die regionalen gemeint, weil manche meinten, ja, Porenta und Kangama waren bisher selten in Europa. Aber das bezweifle ich, dass die damit die meinten. Also ich werde am Start sein. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr am Start sein werdet in Dortmund. Und schauen wir mal, was heute sonst noch so geht. Ich werde hier noch ein bisschen üben und dann schalten wir später wieder rein, wenn mein Pass verfällt. So. Jetzt seht ihr mich erst. So. Doppel Latias Raid. 14 Minuten verfällt mein Pass. Schauen wir mal. Heute auch letzter Tag von Latias. Ich habe ein Video hochladen, Latias Ausbeute. Checkt das ab. Schauen wir mal. Also bisher ist mein bester 1917. Mal schauen, ob ich noch einen besseren bekomme jetzt. Das sind wahrscheinlich die letzten zwei Versuche. Ja, vielleicht heute Abend noch was.
Hälfte der Leute wird es nicht schaffen können. Also 3,5 Leute. Aber macht doch keinen Schaden. Schießen üben und macht keinen Schaden. So, gerade den Livestream beendet. Schaut da vorbei oder schaut allgemein mal in den Livestreams vorbei. Auf jeden Fall die zwei Lattes noch gefangen. Wie erwartet, heute Abend nach der Arbeit kein Lattes mehr gefangen. War keiner mehr am Start, leider bei mir in der Gegend. Aber die anderen zwei gefangen. Mewtwo technisch, der X-Ray dann während der Zeit. Boah, jetzt laufen da ein paar Gangster rum mit ihrer lauten Musik. Richtig nervig, auf jeden Fall. Um 12.15 Uhr habe ich dann reingeschaut in mein Inventar, blende ich euch hier ein. Da stand dann drauf, dass der Pass verfallen ist und dann irgendwann später ist er, war er nicht mehr im Inventar. Echt interessant, leider verpasst. Nächste Woche versuche ich hinzugehen, kann natürlich nichts versprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ansonsten schreibt in die Kommentare, ich habe noch den Chat angeschrieben und der Kerl will mir nichts geben. Also ich dachte, ich war mir ziemlich sicher, dass man eine Entschädigung bekommt. Aber der Kerl so, nee, es gibt nichts. Also ich werde es weiter versuchen. Ich werde euch auf den Laufenden halten, ob ich eine Entschädigung bekomme. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch heute lief. Wie gut war euer Mewtwo? Konntet ihr hingehen oder konntet ihr nicht hingehen, so wie ich? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.